Ein neues Turnier oder ein alter Neuversuch mit Fleur? Gucken wir heute mal, was ansteht. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zurück zu einer neuen Folge Virginia Greens Equestrian Challenge. Ich habe mir jetzt gerade erstmal Fleur geschnappt, denn ich glaube, ich möchte heute erst nochmal ein altes Turnier nochmal neu reiten, was so ein bisschen... was ich so ein bisschen versaubeutelt habe in der Vergangenheit. Ich weiß aber tatsächlich nur gar nicht. So, jetzt habt ihr mal ganz kurz da gerade eine Tonanzeige. Ich muss nämlich gerade mal dringend den Ton leiser machen. Und was ihr gesehen habt, das war irgendeine Folge, die ich gerade geguckt habe von Zwischen Tülle und Tränen. Ich liebe es einfach nur. Und da ich ja auch so sehr den Heiratswunsch habe, da kullern immer die Tränchen mit. Obwohl ich gar nicht zwischen dem Tüll stehe. Bei mir ist es kein Tüll, aber trotzdem Tränen. So, guckt ihr das auch? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau, ich würde jetzt ganz gerne heute erstmal wieder ein Turnier mit Fleur reiten. Und dann gucken wir mal. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches jetzt ansteht, welches ich noch reiten müsste als nächstes. 2 Sterne haben wir alles unter Dach und Fach. 3 Sterne würden Badminton und Berkeley noch fehlen. Also fangen wir hiermit an. Wie gesagt, ich wundere mich nach wie vor, warum... Also Lucinda sagt ja selber Badminton. Ich hätte es immer wie den Sport Badminton ausgesprochen. Oh Gott. Ja. Ich war auf WASD gerade gepult und nicht auf die Pfeiltasten. Aber es ist nicht so schlimm. Dressur ist egal, wenn ich die vergeige, weil da haben wir eh schon Gold. Was wollte ich jetzt gerade eigentlich sagen? Ach genau, die beiden müssen wir hier noch. Und wir haben ja auch noch das ein oder andere dann natürlich mit Ciblons zu schaffen bei den 4-Sterne-Turnieren. Und dann mal gucken, ob wir die alle hinbekommen oder ob Fleur da auch noch mal ran muss. Das ist da dann die große Frage, ob das hier noch alles so klappt. Ich bin echt gespannt, wie lange wir noch brauchen. Ich bin momentan ja auch wieder so ein bisschen am Überlegen, ob ich wieder so ein kleines bisschen meine ganzen Projekte umstelle. Also nicht im Sinne von inhaltlich umstellen, aber ich denke mir einfach, ich habe so viele unterschiedliche Spiele auf dem Kanal. Es ist halt einfach irgendwie total doof für jemanden, der den Kanal wegen einem Projekt guckt und nicht wegen den anderen. Der muss dann halt immer total lange auf seine Projekte warten. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, ob ich das vielleicht lieber so mache, dass ich halt... wieder ein kleines bisschen kürzer die Folgen mache, mit einem Maximum von 15 Minuten, aber dafür wieder ein bisschen mehr hochlade. Weil eigentlich habe ich auch noch mehr Projekte, die ich machen möchte. Es ist halt echt schwierig. Also ihr könnt es euch nicht vorstellen, was das immer für mich so für eine Zwickmühle ist. Weil ich halt Projekte zeigen möchte und dann läuft halt immer mehr an, weil mein Problem ist, die Spiele, die ich habe, bis auf wenige Ausnahmen, wie es jetzt zum Beispiel hier in Lucinda Greens Equestrian Challenge ist, das sind halt so mehr oder weniger Endlosspiele. Star Stable ist mehr oder weniger ein Endlosspiel. Rival Stars auch mehr oder weniger. Da eine kleine Information zu. Ich werde es sehr wahrscheinlich so machen, dass ich nochmal ein komplett neues Let's Play starte zu Rival Stars, wo ich sage, hey, wir machen das alles nochmal. Ich skippe die Story-Parts, also die Dialoge, weil das haben wir ja alle schon mal gemacht. Aber ich mache das alles nochmal nur mit den Selfrancais und den Arabern, weil die ja neu reingekommen sind. Das ist da jetzt halt gerade noch so ein Punkt. Das wird am Sonntag starten, wie gesagt. Dann geht es da halt auch nochmal los. Also Leute, wir haben so viel. Wir haben so viel, was wir da machen können. Ich wollte nochmal in Roblox Pferdespiele reingucken. Wir haben hier trotzdem noch Gold in der Dressur. Sehr schön. In Wild Horse Island heißt es, glaube ich. Ich vergesse mal ihren Namen, ich weiß auch nicht warum. Also wir haben so viel, was wir machen können. Es ist einfach nur der absolute Oberkracher. Es ist einfach krass. Also ich meine, ihr bekommt ja auch noch fast jeden Abend quasi einen Stream, den ihr euch nachträglich angucken könnt von den unterschiedlichsten Spielen. Also für diejenigen, die es nicht wussten, einfach mal auf dem Kanal nicht in die Videokategorie gehen, sondern in die Stream, in die Live-Kategorie. Da steht Live oben drüber. Weil da bleiben nämlich alle Livestreams, die ich mache, bleiben dann nämlich aufgezeichnet als Video on Demand, dass ihr euch das auch beliebig lang noch angucken könnt, wie es zeitlich gerade reinpasst. Es ist einfach, ja, also gefühlt wird uns der Content nie ausgehen. Was ja auch gut ist.
Was ich ja auch gerne nochmal zum Laufen bringen möchte, ist My Horse and Me, den ersten Teil. Den zweiten Teil fand ich gar nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Die Abenteuer auf dem Reiterhof, Teile, die ich spielen kann. Es gibt da auch einen Teil von tatsächlich auf Steam, aber der lässt sich nicht starten. Voll dumm. Ich habe den auf Steam gekauft, aber der lässt sich nicht starten. Das heißt da, glaube ich, Pets Horses. Das heißt also anders, aber es ist das gleiche Spiel. Aber es lässt sich einfach nicht starten. Da kommt irgendeine Fehlermeldung. Das ist halt super blöd. Das ist richtig ärgerlich. Ja, aber ich habe einfach Bock. Ich habe einfach Bock auf die ganzen Projekte und das ist erstmal die Hauptsache. Es ist halt nur das Problem halt für mich, wie kriege ich das alles unter? Weil auf der einen Seite habe ich Bock drauf und ich habe auch Bock, das aufzunehmen und Bock zu zeigen. Aber ich habe nicht die Zeit, alles unterzubekommen. Leute. Und dann gibt's halt auch noch, vielleicht mache ich da tatsächlich mal ein Stallgeflüster drüber. Ich glaube, das erzählen momentan auch einige Creator tatsächlich. Habt ihr das auch schon mal gesehen bei jemandem? Dieses, wird immer so schön abgekürzt mit FOM quasi. Die Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Das ist ganz, ganz krass, finde ich, im Creator-Bereich, weil so viele Spiele rauskommen. Du weißt halt einfach überhaupt nicht, wie du die alle unterbekommen sollst. Das ist einfach nur absoluter Wahnsinn. So, Leute. Jetzt haben wir gleich das Springen. Das habe ich beim letzten Mal nicht gepackt. Da habe ich komplett sogar das versaubeutelt. So, ich packe mit unten noch ein paar Punkte in Agility rein. Warum auch immer, ich weiß nicht mehr, warum ich das versaubeutelt habe, aber da fehlt uns auf jeden Fall noch jegliche Medaille. Und ich will jetzt eigentlich das auch gerne so lang machen, bis ich das jetzt hier gescheit hinbekomme und abschließe, dass wir hier einen Abschluss auch haben im 3-Sterne-Event von Batman. Get up! Get up! Könnte auch sein, dass man so jemanden weckt, so, hey, get up! So, jetzt da hinten einmal um die Kurve. Come on. Come on. So weit, so gut. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, denn am Abend kann auch noch Scheiße passieren. Come on. Get up. So. Da ist eine Stange runtergefallen, die zum Glück diesmal keine weitere mit sich gerissen hat. Das ist ja auch immer so eine Sache. Okay. Oh, und da haben wir wieder... Ach, komm. Mit einer Verweigerung und drei gefallenen Stangen. Eigentlich sind es zwei Hindernisse. Es hätten eigentlich nur zwei gefallene Stangen sein dürfen. Das verstehe ich. Guck mal, hier sind jetzt schon wieder direkt zwei gefallen. Und das sind dann halt direkt zwei Fehler. Das ist so doof. Das ist echt, das ist das Einzige, was ich halt wirklich an dem Spiel kritisiere. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht wussten, als jemand, der das halt so gut nachbaut, alles. Ich glaube eher, das ist ein Programmierproblem. Dass sie das halt so programmiert haben, okay, Spiel zählt einen Fehler, wenn eine Stange fällt und dass das Spiel dann halt wirklich auch die Stangen, die fallen, hochsummiert. Das ist total bescheuert, weil so ist es halt nicht im echten Leben. Aber ich denke, das ist vielleicht einfach eine Sache, die man beim Programmieren nicht bedacht hat oder sowas und dass es halt auch nicht in der Endabnahme quasi aufgefallen ist. Vermute ich jetzt einfach mal so. Okay, das geht schief. So, hier ist eben die Stange gefallen. Diesmal ist sie liegen geblieben. Hier können wir sogar durch die zweifache durchreiten. Ein kleines bisschen abkürzen. Hat auch funktioniert. Okay.
Das waren jetzt auch wieder 4 Fehler. Warum? Weil beim letzten einfach 3 Sachen runtergefallen sind. Das funktioniert auch wieder nicht mit den Fehlern. Also das ist echt super ärgerlich. Guck, wir hätten einen einzigen Fehler gehabt bis zum Schluss. Sagen wir mit dem letzten Hindernis dann 2 Fehler. Und dann fallen beim letzten Hindernis einfach 2 Stangen und die Planke unten drunter. Scheint noch so ein bisschen in Schräglage geraten zu sein. Und zack, bumm, 3 Fehler am letzten Sprung. Das ist halt schon nervig. Schon ärgerlich. Das, ganz eindeutig. So, Leute, das werden wir doch jetzt hier wohl mal hinbekommen. Es ist auch nicht ratsam, noch zu lenken, weil man über dem Hindernis ist. In echt klappt das eh nicht. In dem Spiel hier klappt es schon mehr oder weniger. Aber dann fällt halt gern nachträglich noch eine Stange. Ich traue mich nicht. Ich hab Angst, dass wenn wir einen Fehler machen, also mit einer geworfenen Stange, sollte das wohl noch hinhauen, dass wir Gold bekommen. Aber wenn halt schon eine Verweigerung drin ist und dann läuft ja auch die Zeit weiter, dann wird es halt auch nochmal wieder eng. Leute. Leute von heute. Das ist, ja. Ey, das ist ein 3-Sterne-Parcours. Es wird doch wohl möglich sein, dass wir den hinbekommen hier. Komm, vielleicht haben wir ja Glück und es fällt nichts anderes mehr. Also selbst mit Fleur, die ja noch nicht so perfekt trainiert ist. Krieg ich das heute noch hin oder ja? Ich bin hier am Verzweifeln. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Also Leute, ein weiteres Turnier brauchen wir heute gar nicht mehr anzufangen, glaube ich. Ah, ich weiß es nicht. Ah. Ich glaube, Fleur braucht definitiv auch mal noch ein bisschen Training. Vielleicht liegt es halt auch echt daran, dass sie so wenig Punkte, da fällt wieder eine Stange, dass sie so wenig Punkte im Springen hat. Da ist sie ja gerade mal irgendwo bei 30, also etwas über 30. 32? Das kann natürlich sein. Dass sie deswegen halt weniger vorsichtig ist am Sprung. 4 Fehler einfach, weil wieder 3 Stangen runter. Das gibt es doch nicht, ey, Leute. Das ist doch der absolute Oberkracher hier. Wenn halt wenigstens immer nur eine Stange fallen würde. Aber nein, die oberste Stange, die reißt dann ja aber noch zig weitere Stangen mit sich. Wir machen jetzt noch einen Versuch. Und sollte es da wieder nicht hinhauen, dann trainiere ich die bis zum nächsten Mal noch ein bisschen. Und dann setzen wir direkt hier beim Springturnier ein. Denn mache ich die Dressur und das Gelände ohne euch, dass ihr euch das nicht nochmal geben müsst. Das wäre doch vielleicht auch ein Plan. Sollte es jetzt nicht ausreichen. Aber vielleicht klappt es ja auch. Ich bin erstmal vorsichtig optimistisch. Wir haben noch 2 Hindernisse. Das hier ist bislang jedes Mal gefallen und es fällt wieder. Naja, es sind diesmal 3 Fehler gewesen. Es gibt auf jeden Fall den Lob fürs Pferd. Sie sagt, es war ein exzellenter Ritt. Ich setze jetzt mal alles hier in Springen rein, dass wir mal so ein bisschen ausgeglichener sind. Oh, es ist Jumping Gold geworden. Oh mein Gott, Leute. Und overall entsprechend auch Gold. Ja, sehr schön. Immerhin etwas. Ich würde sagen, wir müssen trotzdem nochmal hier... ich glaube, 4-Sterne-Training braucht man mit Fleur noch gar nicht auszuprobieren. Das wird noch nicht hinhauen. Das ist auch Quatsch.
Das bringt ja nichts. Wir könnten theoretisch auch das Anfängertraining machen und wir würden trotzdem die gleiche Anzahl an Punkten bekommen. Also wir könnten es uns auch super leicht machen, theoretisch. Aber ich mache jetzt trotzdem das 3-Sterne-Training. Weil ich muss unbedingt noch Erfahrung sammeln. Ansonsten wird die auch absolut überhaupt nicht ready sein. Das wird eh noch schwierig. Die 4-Sterne-Turniere auszubügeln, die ich mit C-Blond nicht hinbekomme. Weil die wollte ich dann ja eigentlich alle mit Fleur reiten. Auch ein Druck, der auf dem kleinen Mädel hier liegt. Das, was ich mit dem anderen fertig geschafft habe, das musst du jetzt packen. Da würde ich, glaube ich, auch das ein oder andere runterhauen hier. So, da setzen wir einen Punkt rein. Ich setze jetzt trotzdem die Punkte alle in Speed, dass wir da noch ein bisschen flotter sind. Genau. Gut, ihr Lieben, und beim nächsten Mal würde ich sagen, machen wir dann nochmal ein 4-Sterne-Event. Lasst uns mal gerade gucken, welches 4-Sterne-Event dann überhaupt ansteht. 4-Sterne-Event, das nächste, was ansteht, ist Admin. Okay, da haben wir noch gar nicht so viel gemacht. Gut, gut. Also, beim nächsten Mal geht's wieder zurück zu den 4-Sterne-Turnieren mit C-Blond. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid wieder mit dabei und gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, tschüss!